Willkommen Leute, zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Platin Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir, ja, leider stehen geblieben bei der schlimmsten Route in ganz Pokémon, für mich zumindest. Man sieht fast nichts, man kann sich nur schwer bewegen. Es gibt hier ein paar Trainer, die werden wir jetzt aber mal skippen, dass wir nach Blissach können und dort den 7. Orden vielleicht holen können. Aber zuerst müssen wir an diese Trainerin vorbei. Gut, welche Pokémon wird sie haben? Sie hat einen Kirlia. Unser Team sieht eigentlich ganz in Ordnung aus für die Eisarena, finde ich zumindest. Wir haben Pokémon wie zum Beispiel Empoleon, Honnemon, Bronzong, zwei Stahl-Pokémon, ein Feuer-Pokémon. Das sieht sehr gut aus, aber sie hat ein paar Pokémon, wo wir schon, ja, vielleicht ein Pokémon verlieren können. Ich glaube, sie hat auch einen Stalos, zumindest in Diamant und Perl hatte sie einen Stalos. Keine Ahnung, warum sie einen Stalos hatte. Und was noch schlimm ist, der 8. Arena-Leiter, der hatte in Diamant und Perl ein Octillery. Es gab zu wenige Elektro-Pokémon, darum gab man ihm ein Octillery. Ich verstehe nicht, was der Grund war, dass man ihm ein Octillery gibt. Richtig random. Und gefühlt jeder Trainer in Sinnoh hatte einen Stalos. Der dritte Arena, also der dritte Top 4 Mitglied, hatte auch Stalos. Warte mal, willst du mir gerade sagen, Kaskade hat ohne Volltreffer 50% bei unseren Hytera abgezogen? Okay, interessant. Kann Empoleon irgendetwas tun? Surfer kann es tun zumindest. Ja, das ist ein Three-Shot. Das ist auch in Ordnung. Aber dass Hatera so viel Schaden bekommt, ist auch interessant. Und Empoleon verliert fast gegen ein Golking. Dann gehen wir in unser zweites Wasser-Pokémon. Dass Golking so eine Bedrohung ist, ist, ja, neu. Sagen wir es mal so. Ich hätte nicht gedacht, dass Golking so eine Bedrohung sein könnte. Ein Golking wäre aber mal interessant, auch mal zu verwenden. Wir haben zwei Wasser-Pokémon, muss man auch sagen. Wir werden Golking nicht im Team aufnehmen, solange wir Gyarados haben. Obwohl, Golking wäre schon cool. Und Gyarados ist ja eigentlich schon so lange dabei. Das ist derzeit mit unseren Empoleon, glaube ich, das längste Teammitglied. Bronzel haben wir im Grazeberg bekommen. Vorher haben wir unser Carpador bekommen. Hundemon haben wir auch später nach 4. Orden bekommen. CPL ist neu und Hytera. Okay, haben wir nach dem 3. Orden halten. Ja. Ja, Gyarados ist schon sehr lange dabei. Obwohl es natürlich ein paar Pausen hatte. Stärkeufer. Hier können wir ein neues Pokémon fangen. Aber zuerst müssen wir, bevor wir Perl helfen können, den 7. Orden halten. Und natürlich wollen wir hier ein neues Pokémon fangen. Bronzong kommt an die Spitze. Es hat Hypnose, Konfusstrahl, der Hagel ist draußen. Gibt es hier vielleicht nur noch Quiekel zum Fangen? Mamutl wäre aber auch cool, muss ich sagen. So, das Pokémon, was wir hier halten, ist kein Schneebedack, da dieses Pokémon Tubes ist. Wir haben dann drei Wasser-Pokémon, Snibunna, Rex Bizarre und vielleicht noch einmal Muttel, wenn wir hier Quiekel bekommen und es auch fangen können. Ich könnte mir jetzt keine anderen Pokémon vorstellen, die es hier geben würde. Gut, Sneebel, Schneebedeck hatten wir schon. Und es gibt hier, wie gesagt, wahrscheinlich noch ein Quiekel. Das sind die einzigen Wasser-Pokémon, die ich mir vorstellen kann. Schnäppke vielleicht auch noch. Das gibt es auch in diesem Spiel. Okay, Leute. Ich werde cutten, bis wir ein neues Pokémon haben. Vielleicht dauert das noch ein bisschen länger. Und es dauert auch wahrscheinlich öfters, dass wir flüchten können. Das nächste Pokémon ist gleich ein Quiekel. Sehr schön. Und ich habe mich verdrückt, oder? Bekommen jetzt kein Quiekel, weil ich aus Versehen A gedrückt habe.
Okay, Leute, anscheinend bekommen wir kein Quiekel, weil ich aus Versehen in den Kampf gegangen bin und nochmal A gedrückt habe. Und so hat Bronzung leider Sondersensor benutzt. Ja, jetzt kommt sicher noch ein Quiekel, oder? Nein, ein Schneebedeck. Snibona könnten wir ins Team aufnehmen, wäre cool auf jeden Fall. Es wäre zumindest schneller als Knackrack, da bin ich mir sicher. Also, Snibona wäre eine Option natürlich. So, sind wir nun im Blitzach? Ja, wir können uns gleich mal unsere Pokémon anschauen, die wir gefangen haben, bis nach Blitzach. Blitzach oder heißt es Blitzach oder Blitzach? Werden wir gleich sehen. So, wir sind hier jetzt. Hier. Und Leute, hier gibt es einen Trainer, der dir ein Alpollo gibt, wenn du ihm Meditalis gibst. Es wäre eigentlich richtig cool, oder? So, wie hieß die Stadt nochmal? Das wollten wir ja nachsehen. Die Stadt Hills. Ja, auf jeden Fall gibt dir diese Person ein Alpollo. Dann hättest du natürlich einen Gengar. Richtig cool, dann müsstest du ja nicht mal wirklich persönlich tauschen. Brauchst keine andere Person dazu. Aber dieses dumme, ja, ich nenne es mal so, Alpollo trägt einen Ewigstein. Da gibt es sehr viele Memes. Robuste Schneebedeck, Eissplitze, okay. Mild, mehr Angriff, weniger Verteidigung. Mehr Spezialangriff, weniger Verteidigung. Ja, das Blöde an Snibona ist, es erlernt Eisschlag, aber nur durch Zucht, glaube ich. Weiß nicht, ob wir wirklich Snibona ins Team aufnehmen sollen. Gut. Aber ja. Okay, die Pokémon müssen wir heilen. Wie oft habe ich das in diesem Let's Play schon vergessen? Ich glaube, mindestens 10-mal. Bei einem Offscreen-Training habe ich es auch schon öfters mal vergessen. Aber ja. So was kann schon mal passieren. Und was sagt gerade die Arena-Leiterin der 4. Ordens? Brrr. Hallo Train, bist du hier, um die Arenaleiterin herauszufordern? Hoffentlich treffe ich Frieda bald, aber bis dann möchte ich mich erst einmal etwas aufwärmen. Wusstest du, dass Frieda Pokémon vom Typ Eis einsetzt? Frieda ist ein ganz toller Mensch, so emsig und lernbegierig. Emsig. Okay. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich dieses Wort gehört habe. Okay. Sie wollte mit mir das Kämpfen gegen Kampf-Pokémon üben. Eis-Pokémon sind nämlich empfindlich gegen Pokémon vom Typ Kampf. Ja. Aber wir werden jetzt nicht Lucario, Mashumai oder Meditalis ins Team aufnehmen. Gut. So, das ist der Orden. Was auch nochmal witzig ist, zum Release von Shining Pearl und Diamant gab es hier einen Softlock. Also wenn du kein Update hattest, konntest du dich hier softlocken. Ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, interessant. Da merkt man, wie wenig Zeit die Entwickler hatten, um die Remakes zu machen, wenn ein solcher Fehler in einer Arena passiert. Es gab ja noch absurde Bugs in den Spielen. Da denkt man, dass vielleicht Scarlet Violet mehr Bugs hatte. Ja, vielleicht. Die Games sahen auch schlimmer aus. Aber ja. Es gab sehr viele Bugs. Bevor du das Spiel überhaupt spielen konntest, hättest du dir 1,5 GB nochmal downloaden müssen. Also ich will es nur mal sagen. 1,5 GB musste man sich herunterladen, dass man das Spiel normal spielen konnte. Ist normal eigentlich so, wenn man eine Cartridge hat oder eine CD, ein Gaming-Spiel, musst du dir trotzdem meistens noch ein bisschen was herunterladen. Aber ich finde es halt interessant, dass man sich in Arena softlocken konnte. Das beweist einfach nur mal wieder, dass die Entwickler zu wenig Zeit hatten, auch für ein Remake, und sich die Spiele trotzdem verkaufen. Ich habe die Remakes 100 Stunden gespielt, zahlt sich vielleicht aus, dass ich Geld in dieses Spiel investiert hatte. Shiny Hunting macht ja auch Spaß, das muss ich auch sagen. Wie heißt der nochmal? Mit dem Pokerradar. Hieß er so? Ich glaube schon.
Da war das Shiny Hunting richtig spaßig. Aber sie hätten mehr von Platin übernehmen sollen als von Diamant und Perl. Aber ja, das ist Pokémon. Aber über die Remakes haben wir schon oft genug geredet. Zum Glück haben wir ein sehr gutes Sinnoh-Spiel. Dieses Spiel, was wir gerade let's playen, auch wenn es schon 15 Jahre alt ist. Oh mein Gott, ich werde alt. Und diese Schnäppke will mich auch Eltern lassen, oder? Schutzschild und Hagelsturm, yay. Nochmal Schnäppke? Ach, mich interessiert es, ob es hier auch Schnäppke gibt. Ja. Okay, wir wechseln raus. Da kann ich vielleicht mein Pokémon verlieren. Da gehen wir einfach mal in den Empoleon. Und sollten wir Empoleon die Lichtkanone beibringen? Sie hat auf jeden Fall kein Mamuttl, höchstens ein Keifel. Wäre kein Problem für unser Gyarados. Frostedi hat sie wahrscheinlich auch noch und Rex Blizzard. Und vielleicht auch noch Finantor. Okay, bitte Finantor. Stirb. So. Ja, die Frage ist, braucht ein Pokémon den Lichtkanone in Polen zumindest? Ich denke nicht. So, sind wir hier richtig? Yay, nein. So, dann müssen wir unsere Bronzung wieder heilen. Und uns fehlen die Kuh Mumilch. Oder wie heißt die im Deutschen? Kuh Mumilch, genau. Milk Drink im Deutsch, im Englischen oder heißt du die Attacke? Ach, keine Ahnung. So, müssen auf jeden Fall alle Schneebälle in der Mitte zerstören. Gut. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Okay, ich weiß schon, wie wir die nächsten Schneebälle besiegen. Wenn wir hier jetzt herunterrutschen, können wir mehrere Schneebälle wieder zerstören. Gut, und dann müssen wir jetzt noch von links rein. Okay, den Schneeball müssen wir auch noch zerstören, aber das ist kein Problem. Gut. Aber wie kommen wir jetzt dorthin? Die Trainerin müssen wir wahrscheinlich schon immer noch besiegen. Das werden wir schnell machen. Gut, so. Und wie kommen wir jetzt dort nochmal hin? Okay. Hatte ich solche Probleme immer beim Durchspielen? Ich glaube nicht. Gut, dann werden wir es einfach mal so rutschen. Bringt das uns was? Nein. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wie wir jetzt entlang gehen müssen. Ich glaube, wir müssen diesen Weg nehmen, oder? Ja. Das ist der richtige Weg zumindest. Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wir müssen dann rechts, oben, rechts und dann haben wir den letzten Schneeball besiegt. Okay, sehr schön. Wisst ihr, was das Schlimme an dieser Arena ist? Wenn man das Rätsel geschafft hat, will man eigentlich immer vor dem Arena-Kampf seine Pokémon-Helden AP, KP etc. halt. Aber dann muss man dieses Rätsel wieder neu machen. Und das will ich nicht. Das will ich auf keinen Fall. Das heißt, wir werden Ether, Top-Elixier, so etwas benutzen für unseren Gyroball. Den hat man überraschenderweise nur 5-mal als AP. Und dieses Nibel hat mir zu viel Schaden gemacht. So, dann müssen wir jetzt dem Pokémon Ether geben. So, Gyroball, yay, eine Kumumilch. Gut, in Polen werden wir auch noch heilen und dann sehen wir unser Team an. Wir könnten sogar mit Hyteralien und einen Feuersturm drücken. Und wenn er mit Keifel leadet, könnten wir ein Gyarados rauswechseln. Aber sehen wir uns mal Team genauer an. Feuersturm Hytera, Naschweif Gyarados, Surfer Empoleon oder Blizzard für Rex Blizzard. Hundemon mit Feuersturm Flammenwurf. Unheilböden Fliegen trifft Sepli wäre auch vielleicht noch eine Möglichkeit. Und Gyroball Bronzong. Ja, wir werden mit Hytera leaden. So, sehr schön. Dann haben wir dieses Rätsel geschafft. Yay. Dann müssen wir es nur noch hier zurück am Start, am Anfang. Und dann können wir auch die Arena-Leiterin herausfordern. Sehr schön.
Gut. Dann fordern wir jetzt Frieda, die siebte Arena-Leiterin der Sinnoh-Region, heraus. Zeig mir, was deine Eis-Pokémon können. Wehelied mit Hytera, Feuersturm Hytera soll in diesem Part auch noch was machen. Vier Pokémon, okay. Sneebel wird keine Bedrohung sein, auch wenn er physisch angreift. Hytera wird einen Attack tanken und es mit Feuersturm besiegen. Schlitzer auch, wenn es Gritte tanken wir die Attacke. Ah ja, okay. 100 KP Schaden macht die Attacke nur. Bei einem anderen Pokémon werden auf Level 40 100 KP schon etwas, aber bei unserem Hytera auf jeden Fall nicht. Und wir critten. Sehr schön. Gut. Hytera erreicht Level 41. Yay. Das nächste Pokémon ist Drecksbizarre. Drück mir hier Feuersturm. Ich denke, Hytera ist schneller und wir drücken Feuersturm. Wir werden das jetzt einfach mal riskieren. Okay, bye Hytera. Warum bist du nicht schneller, Hytera? Tank die Attacke, bitte. Es war sogar ein Crit. Da hätte ich kein Pokémon reinwechseln wollen. Zeig mir aber, in ein Crit-Holzhammer hätte ich kein Pokémon reinwechseln wollen. Ich hätte vielleicht jetzt Hundemon reingewechselt, aber das wäre auch gewonshottet werden durch einen Crit-Holzhammer. Impulen auch. Trifft Zwiebli hätte ich nicht reingeholt. Bronzong vielleicht noch, aber... Ja, dann hätte ich Bronzong rauswechseln müssen. Ein Pokémon wäre auf jeden Fall down gegangen oder der Arena-Kampf wäre schwieriger gewesen. Und warum kann ein Hytera Drecksbizarre nicht dort speeden? Hytera hat Base Speed 55 oder 60. Drecksbizarre auch so wenig, aber ist Drecksbizarre nicht langsamer? Gut. Hier werden wir einfach mal Feuersturm drücken. Wir werden dieses Keifel one-shotten. Es hat noch nicht Speckschicht. Ich hoffe mal, dass wir dieses Pokémon one-shotten. Ich bin mal optimistisch. Ja, sehr schön. Hundemon-Spezialangriff ist doch eigentlich sehr gut. Und das letzte Pokémon ist Frostidie. Und dieses Pokémon hatte die Fähigkeit... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall sorgt sie dafür, dass... wir mit unseren Attacken nur noch zu 80% treffen. Gut, wir gehen einfach mal auf Flammenwurf, Doppelteam, okay. Jetzt hätte ich Hundemon gerne Finte erlernen lassen. Und treffe mit dem ersten Flammenwurf, yay. Hundemon, mach kurzen Prozess mit Frostidie. Sehr schön. Das heißt, wir haben den siebten Orden halten, aber haben leider ein Pokémon Hytera verloren. Finde ich jetzt nicht so schön, aber okay. Gut, dann haben wir den Orden halten. Sehr gut. Hytera, zum Glück konnte ich das Pokémon verwenden. Natürlich, es war vielleicht meine Schuld, ich glaube schon. Aber ich finde, es gibt ja Leute, die gerne fragile Pokémon ins Team aufnehmen und die dann nicht so oft verwenden, die dann bei die oft rauswechseln, aber ich bin so eine Person, auch wenn ich eine Nasok spiele, auch wenn es fragil ist, ich bleibe lieber ein paar Mal öfters mal drinnen auszuwechseln. Denn sonst würde ich ja nur bulkige Pokémon ins Team aufnehmen. Gut. Dann nehmen wir Hytera das Item. Ja, Hytera, war cool dich zu benutzen, leider kannst du in dieser Gen nicht Schallwelle irgendwie erlernen. Es wäre cool gewesen, wenn du Schallwelle hättest lernen können. Und wir haben schon 11 Pokémon verloren. So, warte mal. Dummheit? Zack, glaube ich. Dummheit? Patsch Riesebahn und Deathfodder. Dummheit? Dummheit? Okay, egal. So, wir haben noch sehr viele Pokémon. Hier haben wir noch sehr viele Wasser-Pokémon. Gut, Achterin ist Eis, aber dann müssen wir gegen Cyrus kämpfen. Vielleicht wäre ein Pokémon gegen Unlicht-Pokémon gut. Ein Kampf-Pokémon. Obwohl, ein bulkiges Pokémon wäre auch cool. Wir werden... Pflanzen, wir werden nicht so gegen so viele Pflanzen-Pokémon antreten. Wir könnten noch ein Wasser-Pokémon ins Team aufnehmen. Oder Luxtra.
Ein Elektro-Pokémon wäre vielleicht auch noch gut. Luxtra ist wirklich so ein Pokémon, was ab und zu reinkommt und dann nicht mehr reinkommt. Also, gegen Unicht-Pokémon will ich besser gewappnet sein. Und gegen Gyarados. Ich weiß, gegen Gyarados müssen wir auch nochmal antreten. Ja, Luxtra kommt ins Team rein, auch wenn es Rivalität hat. Es ist ein Teammitglied, was öfters ins Team kommt und ist schon ein altes Teammitglied. Dann werden wir jetzt einfach mal wieder Luxtra ins Team aufnehmen. Passt, denke ich mal. Und dieses Pokémon muss ich jetzt auch nicht so viel leveln. Oder sogar vielleicht gar nicht. Da wir noch gegen sehr viele Rüpel antreten müssen. Auf dem Weg natürlich. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch sehr viel Team Galactic Story zu machen. Und ja, Luxtra kommt jetzt ins Team rein. Ich denke, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Level 35 frech. Funkensprung bis Ladevorgang Angeberei. Ja, das Pokémon können wir in die Spitze tun. Das wird auf jeden Fall etwas machen. Mit dem Team bin ich zufrieden. Aber ich glaube, sehr viele Platin-Teams sehen so aus, oder? Aber ja, Leute, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. In diesem Part haben wir den 7. Ohren halten, aber leider dafür Hytera verloren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.